Hallo, ich bin der Joscha von Move36 und ich zeige euch jetzt meine Top 3 Most Wanted Games 2015. Und das könnte ein Knaller werden. Ich meine, mal ganz ehrlich, ist angekündigt als Open-World-Spiel. Man kann sich völlig frei in der Wüste bewegen. Ich durfte den Titel bereits auf der Gamescon in Köln nicht anspielen, aber zugucken, wie ihn jemand spielt. Und es sieht einfach nur gigantisch aus. Die Grafik ist der absolute Oberhammer. Und was vor allen Dingen aufgefallen ist, die Feuereffekte, sowas habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Das kommt echt ein kinoreife Blockbuster-Produktion raus und der absolute Wahnsinn. Außerdem, was will man denn noch mehr, wenn die Entwickler das nicht verkacken? Angekündigt ist es auf 2015, ein genauer Release-Termin steht leider noch aus. Allerdings tut am 14.05.2015 der neue Kinofilm von Mad Max ins Kino kommen, mit Tom Hardy, glaube ich, in der Hauptrolle, Mad Max Fury Road. Und wäre doch schön, wenn das Spiel so ungefähr in demselben Zeitraum rauskommt, um auch noch die Kinoschaue abzugreifen. Also, ich würde sagen, früh Mitte 2015 kommt das Spiel raus und wir können uns freuen. Weiter geht's mit meinem Lieblingsentwicklerstudio, Blizzard. Die stehen seit mehreren Jahrzehnten für richtig coole Games, die wirklich quer durch alle Menschenmassen jeden begeistern. Auf ihrer eigenen Hausmesse der BlizzCon haben sie im November letzten Jahres Overwatch angekündigt und ein Aufschrei ging quasi durch die Gaming-Welt, weil es seit 17 Jahren das erste Spiel ist, das nicht auf einer bekannten Blizzard-Marke beruht. Aber jetzt angekündigt ein Shooter, der erste Shooter, den Blizzard jemals gemacht hat und komplett in einem neuen Universum spielt: Overwatch. Ist ein reiner Multiplayer-Shooter, 6 gegen 6 wird gespielt, allerdings nicht nur gegenseitig abschießen, sondern es wird auch Missionsziele geben, beziehungsweise Punkte auf den Karten, die man halten muss. Wie aus anderen Shootern gewohnt, wird es keine richtigen Klassen geben, sondern Helden, ähnlich wie bei berühmten MOBOs wie LOL oder Dota. Insgesamt sind 12 Stück angekündigt, die sind auch alle nochmal im einzelnen Gameplay-Trailer vorgestellt worden, der auch richtig Laune auf mehr macht. Gehalten ist das ganze Spiel in einer Comic-Grafik, was jetzt nicht so schlimm aus, dadurch altert das Spiel nämlich sehr, sehr gut und wenn es gut ist, kann man das in mehreren Jahren noch spielen, ohne dass die Augen wehtun. Und jetzt sollte ja eigentlich Star Wars Battlefront kommen, der neue Shooter, ähnlich wie Battlefield im Star Wars-Universum von einem tollen Entwickler namens DICE. Allerdings war Steffen schneller und hat mir das Spiel vor der Nase weggeschnappt. Dankeschön dafür. Man sagt, dass ein jeder Krieg auf dem Amboss der Ehre gewonnen wird. Andere glauben, dass nur Geduld und eine gute Strategie zum Sieg führen. Krieg ist Täuschung und wird aus den Schatten herausgewonnen. Nur Stärke und ungezügelte Macht sichern die absolute Überlegenheit. Doch natürlich könntet ihr all das auch vergessen und einfach Spaß haben. Hearthstone. Heroes of Warcraft. Okay, ist jetzt schon ein bisschen länger draußen. Im Frühjahr letzten Jahres ist es, glaube ich, offiziell gestartet, bevor es ein paar Wochen Beta gab. Und es ist komplett durch die Decke gegangen. Ist auch ein Free-to-Play-Spiel, auch schon wieder von Blizzard. Und es ist ein Kartenspiel für den Computer. Hört sich genauso simpel an, wie es ist. Es ist unwahrscheinlich einfach zu lernen, aber es macht süchtig und getreu dem Motto: Easy to learn, hard to master, kann man da wirklich, wirklich viele Stunden reinbuttern. Das haben auch einige Leute gemacht. 20 Millionen Spieler gibt es mittlerweile weltweit. Wem das jetzt noch nicht genug gute Gründe waren, Hearthstone zu spielen, kommt jetzt hier der allerbeste. Es ist für Android und iPad erhältlich. Das heißt, ihr könnt das geschmeidig auf dem Tablet überall spielen. Die Steuerung ist perfekt angepasst. Es macht unwahrscheinlich viel Spaß. Auf was für Spiele freut ihr euch 2015? Würde ich gerne wissen. Macht's gut, vielen Dank und tschüss.